Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sterben am Stück, auch genannt Dead by Daylight. Wir sind auf dem Schrottplatz. Es ist die erste Aufnahme, das heißt, wir versuchen mal wieder ein Perk-Bild von dem lieben Nico. Bleid. Ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. So. Was ist denn jetzt mit dem? Wir... Oh, wir haben einen Blight mit Tüftler. Gut. Nice to know. Irgendwo ist hier ein Tod im verdammten Scheiße. Mich hat es die ganze Zeit angepinkt. Wieder? Ich weiß nur nicht, wo es ist. Es ist halt nett, dass man das angepinkt bekommt in einem Umkreis von 45 Metern. Wenn man aber halt nicht weiß, wo die Totem-Spots sind, bringt das einem jetzt nicht so viel. Oh, hi, Glödi. Ich bin mal hier was mit dran. Das ist halt diese blöde Schrottplatz-Map mit dem... Mit der Shack in der Mitte. Die gibt es ja auch einmal mit dem Feld mit der Shack in der Mitte. Das sind halt so die blödesten Maps von allen irgendwie. Und ja, also wir spielen heute einen Perk von Nico. Und zwar ist das Susi Totemjägerin. Ich habe mit Niederwild. Dann kriege ich dieses angepinkt von den Totems im Umkreis von 45 Metern. Und... wir haben noch dabei Gegengewalt. Ich überlege gerade, was Gegengewalt jetzt gerade war. Ich glaube, ich mache bei Gegengewalt Totems 20% schneller kaputt. Dann habe ich noch dabei innere Heilung, dass wenn ich ein Totem kaputt mache, ich in den Schrank gehen kann, mich heilen kann. Na, dass ich da noch was von habe, wenn ich Totems kaputt mache. Und dann als letztes. Okay, sie ist runter. Und als letztes haben wir dabei selbstbewusst. Das heißt, ich sehe meine Kratzspuren und laufe dadurch 20% schneller. Ich glaube, das müsste es jetzt gewesen sein. Das ist das Perkbild von dem lieben Nico. Das Problem ist, ich kenne halt auf dieser Map die Totem-Spots nicht. Ah, hier ist eins. Das ist halt so ein bisschen doof. Okay, die rennen da um die Shack. Okay, da drüben ist noch eins. Ich gehe trotzdem erstmal Gen machen. Was machen die da oben auf dem Hügel? Die Teabaggen da vor sich hin, okay. Ja, hier ist irgendwo noch ein Totem in der Nähe. So. Ich muss sagen, das Outfit habe ich noch gar nicht gesehen von Jeff. Ich habe gerade echt überlegen müssen, wer das ist. Weil ich, wie gesagt, das Outfit von Jeff so noch gar nicht kenne. Ja, also ich muss sagen, bis jetzt
läuft die Runde doch ganz gut. Er wird jetzt hierher kommen, weil Tüftler aktiv ist. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Ach, wir haben die Ausgänge sind blockiert für 2 Minuten. Hä? Ich hab hier doch... Okay. Ich fand das übrigens immer noch mies, dass die Glyphe, die eine in Midwich, dass ich die nicht mitnehmen konnte in diesem Schrank. Aber dann... scheint ja der Totem-Spawn-Platz auch immer noch nicht zu funktionieren. Ich mache jetzt halt einfach Totem, sei. Tiere? Tore können wir eh nicht aufmachen. Muss von ihr weg. Das ist halt doof. Jetzt gelaufen. Das wollte ich jetzt nicht. Bin halt voll doof gerannt jetzt. Nee. Ich bin nicht hochgehilt. Geh. Geh, Jeff. Geh, Jeff. Go. Was jetzt? Jeff, geh raus. Okay, wir können jetzt... Das war jetzt halt so dumm am Ende. Sie hat einen Strike. Komm, Girl, geh raus. Geh, Mädchen, geh. Cool. Die Runde war eigentlich, ne, ganz, ganz nett. Ja, der Haken ist zu nah. Das war halt echt dumm am Ende. Das war einfach dumm. Aber ansonsten muss ich sagen, dieses Perk-Bild... Ist halt, wenn du Totems suchen musst, okay. Wenn du es halt irgendwie als Aufgabe hast. Aber ansonsten ist es für mich kein Perk-Bild, was ich jetzt immer spielen würde. Weil diese Totemsucherei bringt dir halt nicht viel. Also, ja. Ich würde sagen, die Runde war ganz okay. Das am Ende war jetzt meine eigene Dummheit. Das war ein geschenkter Kill für den Killer, dass ich dann da komplett so vors Fressbrett gerannt bin. Von daher ist das okay, dass ich gestorben bin. Und ja, ich würde sagen, ich habe die Runde auch nicht wirklich irgendwas gemacht. Die morgen mir auch so schnell vorbei. Ja, also wie gesagt, es ist ganz nett so, wenn du weißt, dass da ein Totem in der Nähe ist. Aber ich muss halt sagen, ich finde bei Niederwild ist halt das Ding, es wäre halt schön, wenn du das Totem sehen würdest. Und nicht nur diesen Ping kriegst so von 45 Metern. Weil dann rennst du auch in dem Kreis und suchst halt das Ding. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wenn du nicht so häufig spielst und genau weißt, wo die Totem-Spots sind, schwierig. Also von daher, es ist ganz nett, aber es ist jetzt halt nichts, wo ich sage, dass ich das immer spielen würde. Deswegen würde ich sagen, weiter geht's in die nächste Runde. Bis gleich. So, weiter geht's in Runde 2. Dieses Mal wieder einfach eine normale Runde mit der Mac. Spielen wir jetzt und haben unsere normalen Perks dabei. Eiserner Wille, Selbstfürsorge, geliehene Zeit und Flink. Und ja, ich gehe nicht von aus, dass das jetzt besser laufen wird wie die letzten Runden. Heute ist irgendwie kein guter Tag für DWD, glaube ich. Das ist aber okay. Und
Ja, ich müsste jetzt eigentlich auch noch was Neues aufnehmen für YouTube, weil wenn das jetzt hier rauskommt, ist ja Among Trees sowieso vorbei, aber ich bin heute an dem Samstag, wo morgen, glaube ich, die letzte Folge Among Trees kommt. Also, ja. Lang dauert es nicht mehr. Und dann haben wir noch die Closing Shift und dann ist halt auch schon wieder vorbei. Aber mich hat das so demotiviert mit Firewatch, dass ich da so viel Zeit rein investiert habe und dass es dann nicht funktioniert hat, dass ich jetzt gerade aktuell Angst habe, irgendwas aufzunehmen, dass ich dann wieder meine Zeit verplempere. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so frustrierend, weil, wie gesagt, DVD funktioniert. Bis jetzt zumindest. Ich hoffe, dass es so bleibt. Aber ansonsten schwierig. Wen haben wir denn? Geht die andere retten? Das sieht irgendwie nicht so aus, ne? Okay, sie geht doch retten. Dann gehe ich jetzt mal wieder an den Generator. Joa. Deswegen, es ist gerade so ein bisschen frustrierend für mich. Wie gesagt, ich würde gern was aufnehmen, habe aber Angst, dass ich wie bei Firewatch halt einfach einen Haufen Zeit ins Nichts verballere. Und das frustriert einen halt hart. Eigentlich würde ich gerne als nächstes Firewatch aufnehmen, damit ich dieses Spiel, was ja auch wirklich nicht lang ist, das geht ja auch nur 5, 6 Stunden, je nachdem, wie schnell man ist, damit ich das halt einfach auch von meiner Agenda streichen kann, so für mich, wisst ihr? Aber, naja. Zwei Leute am Haken. Ey, hör auf zu springen. Die Runde war doch schon wieder scheiße. Ich habe auch das Gefühl, dass heute das Matchmaking schon wieder nicht so richtig hinhaut. Ich weiß halt nicht mal, welchen Killer wir haben. Ah, ein Geisti. Also Geisti! Kommen Sie mal runter. Nehmen Sie mal mit. Können wir schon den Gen anhalten? Was? Was? Was soll ich machen? Ich kann da nicht. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Oh, it's coming! GGGGG! Das ist okay. Ah, ich kann mich nicht heilen. Okay, der hat diese Kacke mit, das. Lass das. Blöde Kuh. Ich weiß, dass du hinter mir bist. Schleich dich. Fuck, ich dachte, der geht andersrum. Kacke. Oh Mann, ey. Aber das mit dem nicht heilen ist halt echt Mist, ne? Das ist halt richtig Mist.
Ich weiß nicht, was der für einen Perk mit hat. Mal gucken. Eins, zwei, wo ist Nummer drei? Ist noch keiner tot. Ashley, fahr mich jetzt bitte nicht ab. Ich will wenigstens diese eine gelbe grüne Glyphe da noch mitnehmen. Hä? Wo liegt sie denn? Ja, da hinten. Soll ich euch mal sagen, ich habe ja Stranger Things geguckt in den letzten Tagen. Und seitdem habe ich den Ohrwurm, das geht einfach nicht mehr, was für ein Ohrwurm ich habe. Ich habe die ganze Zeit diesen Kate Bush Ohrwurm und diesen einen Lied, was da halt immer die ganze Zeit gespielt wird. Oh, das ist so schlimm. Also jeder, der von euch vielleicht Stranger Things geguckt hat, wird vielleicht wissen, was ich meine. Das Lied ist voll cool, ne? Und ich finde es halt voll cool, dass durch Stranger Things so die 80er Jahre wieder so ein bisschen, ne, gepusht werden und ein bisschen populärer werden und so. Aber dieses Lied, es wird da drauf und runter gespielt. Boah, hab ich einen Ohrwurm. Gucken, ob der jetzt wieder hier hinterkommt. Denke mal. Abgefarmt. Das Ding ist, wir müssen halt den Jen im Haus eigentlich fertig machen. Sonst schwierig. Wo ist denn jetzt hin? Also, dass dieser Schlag noch getroffen hat, ne? Mal ernsthaft. Hoch. Oh Gott, Palette! Zieh! Flink! Flink rettet Leben! Holy moly. Er wird jetzt halt den Jen da oben
verteidigen bis zum Umfallen. Wer hat den da oben getreten? Komm mit, Lori, komm mit, komm. Wo bist du? Lori! Ich wollte doch nur sicher in Sicherheit gehen. Zum Heilen. Manchmal verstehe ich die Leute nicht. Warum verstehen die mich nicht? Ich fürchte, wir haben uns gedreachend, ne? Nicken die. Ich mache ja nicht mit, dass ihr hier Spielchen spielt. Und ich werde hier dumm angemacht. Also ich finde das echt unmöglich von den Killern, das muss ich halt echt sagen, gell? Wenn die hier immer irgendwelche Spielchen spielen. Das geht halt gar nicht. What the fuck soll das? Das frage ich den jetzt auch im Afterchat. Was soll der Scheiß? Das kann doch nicht sein. Was ist falsch mit dem? Der kann doch nicht hier sagen, komm, ich hau euch jetzt nicht um und tu so, als wären wir jetzt friendly und im nächsten Moment klatsche ich alle um. What? Was ist denn das? Also, oh, ich hasse sowas. Also, ich sag's mal so. Also, ich sag's mal so. Hätten die zwei jetzt vielleicht noch ordentlich gespielt, hätten wir es vielleicht noch hinbekommen. Er lässt jetzt Ashley gehen. Finde ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht in Ordnung. Ich hasse solche Spielweisen. Weil entweder sollen sie dann gleich ordentlich spielen oder dann sollen sie halt sagen, okay, dann farmen wir jetzt halt noch diesen einen Gen. Aber das finde ich halt absolut nicht cool. Gut, ich koche jetzt gerade noch ein bisschen vor mich hin. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch schon mal fürs Gucken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und dann haben wir vielleicht ordentliche Mates. We hope so. Bis dann. Tschüss.